Egal ob Klamotten, Bücher oder DVDs. Fast alles wird heute bequem übers Internet bestellt. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz beim Online-Shopping ganze 42 Milliarden Euro. Kein Wunder also, dass immer mehr Supermarktriesen jetzt auch übers Internet Geld verdienen wollen. Wir nehmen für euch den Lieferdienst von Rewe ins Visier. Kann er auch frische Lebensmittel schnell und günstig liefern? Costa ist ein richtiger Internet-Junkie und bestellt am liebsten übers Netz. Er gibt für uns heute eine Online-Bestellung beim Rewe-Lieferdienst auf. Ich bin besonders gespannt darauf, ob diese Lieferzeit eingehalten werden kann, ob es tatsächlich also bei mir jetzt einen Tag später ankommt und ob das Gemüse auch tatsächlich frisch ist. StuggiTV-Moderatorin Mathilda ist dagegen eine passionierte Supermarkt-Shopperin. Online-Shopping, so kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert, auch eben mit Lebensmitteln. Aber für mich ist es nicht die beste Alternative, weil ich eben wirklich gerne selber die Produkte anschaue, auf Rabatte zurückgreife, mit der Kassiererin spreche. Und das macht dann für mich das Gesamterlebnis aus. Jetzt zu unserem Testvorhaben. Costa und Mathilda bekommen den gleichen Einkaufszettel. Costa soll die Ware online beim Lieferdienst kaufen und Mathilda direkt beim Supermarkt. Am Ende vergleichen wir. Wer ist schneller? Wer bringt die besseren Produkte? Und gibt es einen Preisunterschied? Also ich bin jetzt auf dem Weg in den Supermarkt. Der ist gleich hier um die Ecke. Wir haben leider keine Drehgenehmigung für den Markt direkt bekommen, aber das ist natürlich kein Problem. Ich berichte euch einfach, wie der Einkauf so war. Na, das war doch mal ein erfolgreicher Einkauf. Ich habe fast alles bekommen, musste es ein bisschen variieren. Aber insgesamt habe ich 45,69 € bezahlt. Costa, wie schaut es denn bei dir aus? Tja, Mathilda, das Schöne ist, dass ich mich nur ein paar Zentimeter zu meinem Computer bewegen muss. Und das nervige Wechselgeld spare ich mir auch. So, dann gehe ich jetzt mal auf die Rewe-Online-Seite. Und kaufe hier mal meine Produkte online ein. So, dann suche ich mir doch direkt mal die besten Gurken als erstes aus. Die für 69 Cent kommen in Frage. Tue ich in den Warenkorb. Ja, drei. Nee, eine Gurke reicht. Riesiges Sortiment an verschiedenen Pizzasorten, ob riesige Pizzas oder nur Pizzabrötchen, verschiedene Beilagen, Tomatensoßen. Das habe ich jetzt nicht erwartet. So, dann gehe ich nochmal auf meinen Warenkorb und schaue mir an, ob alles hier vollständig ist. Keine Servicegebühr für Erstbesteller, das ist natürlich gut. Ab 100 Euro Warenkorbwert erfolgt die Lieferung kostenfrei. Und es kann vorkommen, dass ein Artikel nicht verfügbar ist. Okay. Und jetzt gehen wir zur Kasse und schicken das direkt an uns vorbei. Noch kurz eine Anmerkung hinzufügen. Bitte beim seitlichen Gebäudeeingang rechts bei StuggiTV klingeln. Weiter zur Lieferzeit. Hier haben wir die Auswahl der verschiedenen Termine. Ich möchte es mir natürlich so schnell wie möglich liefern lassen. Morgen Abend sollte passen. Da bin ich in der Redaktion, da könnten wir das annehmen. Bei den Zahlungsarten ist mir jetzt aufgefallen, dass man per Lastschrift und Rechnung nicht bestellen kann. Das heißt, die einzigen zwei Möglichkeiten, die hier vorgegeben sind, ist PayPal oder eine Kreditkarte. Und zu guter Letzt sehe ich noch den Gesamtbetrag, 40,59 Euro, meine Gesamtsumme. Ja. Hallo, ich mache ihn eben auf. Ah, perfekt, hallo. Ja, sieht gut aus, würde ich sagen. Kann ich so annehmen. Hey Costa, deine ganzen Sachen sind ja schon da. Gar nicht zu spät, der Lieferservice. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob du dann auch alles gefunden hast, was ich so easy mal übers Internet bestellen konnte.
Nicht ganz, ich musste ein bisschen variieren, aber ich glaube, ich habe da gute Alternativen gefunden. Na, da bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Mal schauen, was ich so hab. Ja, dann pack mal aus. Also die Gurke habe ich ganz normal bekommen. Also bei mir ist sie schon mal verpackt, das ist schon mal sicherer. Ne? Das ja, nee, das ist ja blöd, da muss ich ja das ganze Zeug jetzt wieder wegschmeißen. Ja, aber wer weiß, wer diese Gurke im Laden noch angefasst hat. Das stimmt, aber dafür kann ich sie zur Not auch abwaschen, ne? Ja. Ist ja nicht das Problem. Dann, ja, den ganzen Tee. Gut, da kann man nicht viel falsch machen, ist ja, ja schon eben. Verpackt. Da habe ich auch alles bekommen. Hier ist noch mein Kassenzettel. Ja, wir mussten, oder ich musste vor allem hier ein bisschen schummeln. Du hast ja einen coolen Fleischspieß, ja. Soweit ich. Kannst du den mal rausholen? Ich hoffe, es ist auch frisch, aber. Das ist die nächste Frage, ne? Wie geht denn das auf hier? So. Es riecht schon mal frisch. Boah, ist ja echt mega gut eingepackt. Dreifach und vierfach verpackt, ne? Die kümmern sich ja wirklich, was für ein Service, ey. Nicht in so einer Plastikpackung, sondern schön hier in Papier. Ja, das Problem bei mir war nämlich, dass wir keine direkte Fleischtheke hatten, sondern ich jetzt hier was abgepackt kaufen musste. Und dann aber zusätzlich habe ich noch Spieße zugekauft. Was für ein Aufwand, schau mal bei mir hier, perfekt. Es sind ja sogar zwei, da können wir beide was von essen. Also ich habe gelesen, dass wenn man hier so reinpiekst und das ist noch recht hart, dann sind sie von der Qualität her noch gut. Also da sind keine Dellen drin, wenn du jetzt schaust, also das passt. Und dann, wenn jetzt hier mit diesem Tuch drauf geht und es abtupft und dann viel Fleisch drauf ist, dann ist es auch nicht so gut. Das testen wir mal, oder? Ja, aber bei dir hatten wir nicht die Bestätigung, ob es gut ist. Ah, guck mal, hier ist ein bisschen was drauf, ne? Ein bisschen braun ist es schon. Aber wir machen aber klar, dass du was auszusetzen hast, weil bei deinem sehen wir das nicht direkt. Aber das können wir ja testen. Okay. Ja. Und jetzt soll ich einfach nur da so... Ja, geh mal ein bisschen mit dem Tuch drauf. Ob das so ein hochwertiger Test ist? Ja, na klar, ein bisschen Fleischsaft ist immer da, aber das Ding ist jetzt nicht getränkt in Saft. Ich würde mal sagen, gleiche Farbe. Okay, wenn wir jetzt hier hinschauen, dann ist bei mir ein bisschen nässer. Also ist wahrscheinlich sein Fleisch von der Qualität her besser. Er hat es ja auch direkt von der Theke. Ja. Also würde ich sagen, der Punkt geht auf jeden Fall an dich. Und ich musste mir auch keine Spieße kaufen. Ja, da hast du recht. Du hast gewonnen. Na, dann schauen wir mal weiter, oder? Hier, eine Paprika. Wow. Ich habe absichtlich keine Plastiktüte dazu genommen, das ist nur zusätzlicher Müll, ne? Aber es wurde sehr umweltfreundlich geliefert, weil das ist ja das Einzige, was wir da haben. Ja, also meine Paprika hat keine Dellen und keine Schrammen und ist 100% rot. Zeig mal deine, sieht auch gut aus. Sehen sich sehr ähnlich aus. Prost. Dann zeig mal dein Zettelchen hier. Also ich habe insgesamt 45,69 bezahlt. Okay, ja, da komme ich gerade mal auf 41,19. Aber musste hier noch einen Getränkesperrgutaufschlag von 1,50 Euro zahlen. Wieso auch immer, wir haben keine Getränke bestellt. Also du hast nur Kaffee. Ja, ich habe mein Zeug alles selber mit den Armen nach Hause getragen. Dann kommen wir zu der Bewertung des ganzen Einkaufs. Ja. Da vergeben wir jeweils 3 Sterne. Ich 3, du 3 oder eben ich 2, du 1, je nachdem. Ein Stern ist das Schlechteste natürlich. Genau, und 3 das Allerbeste, was es überhaupt gibt. Ja. Fangen wir an. Mit der Qualität. Genau, das Wichtigste zuallererst. Und zwar bei der Qualität haben wir uns auf 3 Sterne für beide geeignet. Genau, weil die sehr ausgeglichen sind und sind ja eigentlich fast immer dieselben Produkte. Dann kommen wir direkt zum Service. Wie war's mit deinem Lieferboy? Ja, ich bin total zufrieden. Also bis vor die Haustür geliefert, egal ob im 5. oder im 2. Stock. Sehr nett und auch pünktlich, also so wie erwartet. Ja. Das ist gut. Ich gebe gute 2 Punkte. Mich hat jetzt keiner irgendwie freundlich angelächelt oder geholfen, aber alle Leute, die da waren, die Kassiererin, die Frau an der Wursttheke, waren alle sehr nett. Deswegen gute 2. Okay. Na, dann kommen wir mal zum Preis. Wie würdest du da bewerten? Ja, da gebe ich meinem nur 1 Stern, weil das Ganze zu teuer wird auf Dauer. Man hat eben eine Servicegebühr von 2,90 bis 5,90 Euro bei den nächsten Bestellungen. Also nur die erste Bestellung ist kostenlos. Ja, das ist ziemlich hoch. Ich würde meinem 2 Sterne geben, weil Rewe hat ja schon einen höheren Preis als andere Discounter. Aber die Qualität ist trotzdem sehr gut.
Okay, dann kommen wir noch zum letzten Aspekt, das ist die Zeit. Ja, wie bewertest du es bei dir? Also ich würde sagen, mein Zeitverhältnis ist ziemlich gut. Ich würde da ganze 3 Punkte geben, einfach aus dem Grund, weil ich zum Beispiel bei Rewe bis 24 Uhr einfach einkaufen kann, ab 7 Uhr. Also da ist Frühaufsteher und alle möglichen Leute mit einbegriffen und da kann wirklich jeder einkaufen, also 3 Sterne. Ja, da kann ich leider nicht mithalten, denn da war ich nicht so flexibel. Mindestens einen Tag muss ich warten und wenn ich das noch weiter nach hinten schiebe, dann wäre es sogar noch günstiger von den Servicegebühren. Also da bin ich nicht so flexibel, deswegen nur 2 Sterne bei mir. Dann kommen wir zum Endergebnis. Wenn wir alle Punkte zusammenzählen, dann bekommen wir für den Markteinkauf ganze 10 Punkte und für den Onlineshop 9 Punkte. Als Bewertung insgesamt würde ich sagen, dass das Einkaufen im Supermarkt schon praktisch und schön ist. Allerdings, wenn ich mir so schwere Sachen wie Getränke und andere Sachen kaufe, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich mir das Ganze eben an meine Haustüre direkt liefern lassen würde. Mir hat das Online-Shoppen auch sehr gut gefallen. Ich musste nicht schleppen, es war einfach und unkompliziert, allerdings ziemlich viel Verpackungsmüll. Ja, und das war unser Supermarkt-Check Online versus Markt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Stucke TV.